Es ist wieder soweit. Urlaubszeit und es geht nach Holland, dem Eldorado, für Wassersportler. Sanssouci muss jedoch zunächst 2 Stunden im Kran hängen, da wir erst noch einen Schaden am Schwert vom Auskran im letzten Jahr beheben müssen. Wir wollen es langsam angehen lassen. Geplant ist, über den Füssen nach Stavoren ans Eiselmeer zu fahren. Segeln will gelernt sein und so begegnen wir einer Segelschule, die fast den ganzen Kanal für sich einnimmt. Bei schönstem Sommerwetter erreichen wir den Füssen und der Wind reicht gerade so zum Segeln. Hier sieht man 2 der für Friesland so typischen Polyfalkjollen. Nachdem der Wind zwischendurch fast ganz eingeschlafen ist, haben wir uns ein Fleckchen im Grünen in der Kudumer Treckfahrt gesucht. Wir haben ja Zeit und haben keine Lust zu Motoren. Für den Nachmittag ist Sturm und Gewitter angesagt. So wollen wir bis mittags in Stavoren sein. Trotz schlechten Wetters machen wir uns auf den Weg.
frischem Wind ist es eine flotte Fahrt. Leider geht kurz vor Stavoren ein furchtbares Gewitter über uns nieder, so sind wir klatschnass, als wir ankommen. Kurze Zeit später ist von dem Gewitter und dem schlechten Wetter nichts mehr zu sehen. In Stavoren findet ein Fest statt. Wir wissen bis heute nicht, welchen Sinn, und einen Festplatz haben wir auch nicht gefunden. Aber diesen Umzug haben wir zweimal bestaunen dürfen. Kurz vor Enkhuizen schaffen wir es, dieser Neptun 22 ein Schnippchen zu schlagen. Zwischen über 600 anderen Booten finden wir einen Liegeplatz im Campaniahafen. Unser Freund Dennis kommt uns aus der Nähe von Köln zum Segeln besuchen. Wir verbringen einen wunderschönen Tag auf dem Eiselmeer. Von Enkhuizen geht's durch das Naviduct in die wunderschöne Käsestadt Edam. Das Naviduct ist etwas weltweit Einmaliges. Eine Schleuse, die wie eine Brücke über die Fernverkehrsstraße gebaut wurde, damit sich sowohl auf dem Wasser als auch auf der Straße der Verkehr nicht staut.
mich ist der schönste Moment beim Segeln, wenn die Segel gesetzt sind, der Motor ausgestellt wird und man beginnt, lautlos durchs Wasser zu gleiten. Wir erreichen den äußeren Gemeindehafen von Edam. Toiletten und Waschgelegenheiten sind auf dem nahegelegenen Campingplatz zur Mitbenutzung freigegeben. Ich war schon an vielen Orten in Holland, aber Edam ist meine heimliche Perle des Eiselmeers. Wir verlassen Edam und aufgrund des guten Windes in Stärke und Richtung entscheiden wir uns, gleich bis Amsterdam durchzusegeln. Es hat etwas aufgebriest und in wahrer Rauschefahrt geht es vorbei an dem Leuchtturm Pat von Marken. Wir können den Kurs ändern und mit einer schönen Backstagsbrise geht es ohne Schaukelei weiter Richtung Amsterdam.
Amsterdam sehen wir 4 Kreuzfahrtschiffe. Das größte, die Celebrity Silhouette, hat Platz für 2886 zahlende Gäste. Für mich wäre das zu viel. Majestätisch zieht der Kreuzfahrtriese am Sixthafen vorbei. Der Sixthafen ist die einzige Möglichkeit, für kleinere Boote in der Nähe vom Zentrum von Amsterdam zu fairen Preisen einen Liegeplatz zu bekommen. Die Einfahrt vom Sixthafen liegt genau gegenüber vom Hauptbahnhof. Rund um die Uhr kommt man kostenlos mit Fähren ins Zentrum. Wir besuchen das Schifffahrtsmuseum und sind ganz überrascht, als uns eine Amsterdamerin eine Freikarte schenkt. Von Amsterdam aus geht es auf eigenem Kiel zu einer der größten Sehenswürdigkeiten Hollands. Die Zaanse Schans ist eine Art Freilichtmuseum, wo viele Windmühlen aus der Zeit der Industrialisierung zu besichtigen sind. Mittlerweile liegt die Costa Magica am Kreuzfahrtdock. Nach dem Passieren von etlichen Klappbrücken, darunter auch eine Autobahnbrücke, die nur für uns alleine geöffnet wurde, erreichen wir die Zaanse Schans.
Leider ist der Anleger direkt an der Zahnsenschanz schon belegt. Doch wir finden zum Glück am anderen Ufer einen kostenlosen Liegeplatz. Der Anleger direkt an der Zahnsenschanz ist nun frei und so beschließen wir doch, uns eine Windmühle von innen anzuschauen. Der Eintritt hierfür kostet pro Person 4 Euro. Da wir nicht durch den Nordholländischen Kanal weiterfahren wollen, sondern zurück nach Amsterdam und dann aufs Eiselmeer nach Rügen, müssen wir den Weg natürlich wieder zurückmotoren. Der Anleger direkt an der Zahnsenschanz ist nun frei. Wir beschließen, eine Mühle zu besichtigen. Der Eintritt hierfür kostet pro Person 4 Euro. Wer mit dem Auto zur Zahnsenschanz möchte, zahlt 10 Euro Parkgebühr. Direkt geht es auch vom Bahnhof mit dem Zug oder mit dem öffentlichen Bus. Make me breathless, leave me cold. Make me know that it's everything we want. When it's freezing in our hearts, make me know that the cold and frost and snow could never break them apart. Make me weightless, make me sing, for the birds knows the true signs of spring, and the snowfall deep in May, they'll just shake it off and there's nothing really more to say. I don't think that you're blind, you just switched it off somehow. Cracks you couldn't see. Hang me patiently in your arms, surround me like maples in fall. The helpless
business pass by. Shed me a path of golden leaves and tell me it's alright. And I don't think that you're blind, you just turned your vision down, and the cracks you couldn't see. Brücken und Schleusen auf der Zahn öffnen sich oft erst nach Funkkontakt. Wir passieren erneut Amsterdam und nach der Hoogstraatbrug können wir endlich wieder segeln. Wir genießen die Stille und segeln ein paar Stunden um die Festungsinsel Pampus vor Amsterdam, bevor wir in den Hafen Stichting von Muiden einlaufen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Weiter geht's im zweiten Teil.